Blumau-Neurishof im südlichen Niederösterreich. Heimatgemeinde für 1450 zufriedene Bürger. Ein Ort mit intakter Infrastruktur und hoher Lebensqualität. Eine ländliche Idylle also? Nein, der Schein trügt. Mitten im Blumau-Neurishof liegt ein Garnison-Übungsplatz des österreichischen Bundesheeres. Das bedeutet oft nächtelanger Kriegs- und Gefechtslärm, nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt. Ein Fünftel der Ortsfläche steht ausschließlich dem Bundesheer für Fahrten mit Jagdpanzern, für simulierte Tieffliegerangriffe und Großfeuerlöschübungen zur Verfügung. Für die Anrainer heißt das Verzicht auf ihre Nachtruhe, wenn das Bundesheer mitten im Ort übt. Und der Übungsplatz ist offenbar so attraktiv, dass nicht nur Truppen aus der naheliegenden Garnison Großmittel in Blumau den Ernstfall proben, sondern auch Einheiten aus anderen Bundesländern, sogar aus Vorarlberg. Für ständigen Lärm infolge des Übungsbetriebes ist also gesorgt. Kein Wunder, dass sich die betroffenen Bürger wehren und eine Schließung des Übungsgeländes fordern. Früher sind sie im April gekommen, waren 14 Tage da sind. Im Herbst kommen zum Manöver, habe ich alles eingesehen. Aber wenn sie jetzt jedes Monat da sind, die Straßen ruinieren, die Leute stören im Schlaf, das stört mich. Denn es werden die Vereinbarungen, die die Gemeinde ausgemacht haben, nie eingehalten. Da schauen Sie, da drin ist der Truppenübungsplatz, ungefähr 70 Meter von meinem Haus weg. Und da wird bereits jede Woche geübt, ob das ist beim Tag oder in der Nacht. Da gibt es keine Ruhe. Und das Laufzimmer haben wir seinerzeit auch in der Gartenseite gehabt. Das haben wir jetzt schon verlegt auf die Straßenseite, weil es dort noch immer ruhiger ist, als wir auf der Seite, wo die Auer ist. Also es ist anscheinend eine Stätte, wo sich halb Österreich versammelt, um herumzuballern. 736 Bürger von 950 Wahlberechtigten in Blumau fordern mit ihrer Unterschrift außerdem noch die Säuberung des Geländes von Munitionsresten, die Öffnung für die Bevölkerung und die Umwidmung des Übungsplatzes in einen Naturpark. Gestartet wurde diese unabhängige, überparteiliche Bürgerinitiative heuer im August, nachdem ein 10-jähriges Kind beim Spielen außerhalb des Übungsgeländes durch eine explodierende Handgranate schwer verletzt wurde. Die Patronen habe ich in meinem Garten gefunden. Das sind zwei volle Patronen vom Bundesheer. Wie sie reingekommen sind in den Garten, das weiß ich leider nicht. Kann auch durch Kinder sein, kann unter Umständen durch Bundesheer-Mitglieder sein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind Patronen im Garten. Und wenn das so weitergeht, mein Kind ist heute 7 Monate alt und in ein paar Jahren, wenn das Kind das hier findet, ist das nicht unbedingt das günstigste, schätze ich, oder? Hier sehen Sie einen Handgranatenzünder und hier Platzpatronen, also Übungsmunition, die außerhalb des Übungsgeländes gefunden wurden. Solche Sachen wurden schon des Öfteren gefunden, daher sieht die Bürgerinitiative durch diesen Übungsplatz und durch die Übungsaktivitäten auf diesem Gelände einen großen Unsicherheitsfaktor für unsere Bevölkerung. Man kann sicherlich nicht Kinder davon abhalten, sich mit solchen Sachen zu spielen, wenn sie gefunden werden. Dem kleinen Christian Klein wurde durch so ein ähnliches Stück der Finger abgerissen. Das ist jetzt eine Situation, wo man sagen kann, jetzt muss was geschehen. Ich stelle mir einen Weg vor. Den Übungsplatz drin, der muss weg. Es können... Bravo. Außerdem muss er sofort dann anschließen, der Applaus drin für die Bevölkerung zum Begehen wird aufgemacht werden. Das ist das Nächste. Die Bevölkerung von Blumau-Neurishof wehrt sich also fast geschlossen gegen den Übungsbetrieb des Bundesheeres mitten im Ort. Die gescheiteste Lösung war für mich, wenn das Bundesheer von da raus und zu einer draus, wo sie den großen Übungsplatz haben, das Großmittel. Das war ganz einfach. Hilfe bei der Gründung von Bürgerinitiativen und Detailauskunft für alle Umweltinteressierten bietet das SPÖ Umweltbüro 1014 Wien, Löwelstraße 18. Telefon 535 47 17. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie eine Bürgerinitiative gründen wollen, wenn Sie Kontakte suchen, dann wenden Sie sich...